Tschüss. Tut mir leid, das ist zu spät. Ach komm, ist ja nicht der Rede wert. Und Hilde zu Hause, alles klar? Tschüss. Moin. 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 Ich hoffe, Sie sind gesund und arbeitsfähig. Arbeitszeit ist von 8 bis 18 Uhr, 30 Minuten Mittag. Dafür gibt es dann 1300 pauschal. 75% gehen wir immer auf die Wiedereingliederungshilfe. Der Rest kommt von Ihnen. Wir arbeiten hier von Montag bis Freitag. Bei Nichterscheinen erwarte ich bis 9 die Krankmeldung. Sonst können Sie das ja vergessen. Ist leider so. Besondere Talente? Ich bin zu allem fähig. Kann ich jetzt gar nicht lachen. Ein paar von Ihren Vorgängern haben schon mal versucht, mich hier richtig zu verarschen. So weit kann gleich wieder abziehen. Haben wir uns verstanden? Was haben Sie denn eigentlich verbrochen? Muss ich das überhaupt sagen? Ich muss Sie auch nicht einstellen. Zu einfaches Tötungsdelikt. Aber Tom hat alles abgeschlossen. Hervorragende Führung. Ich glaube, da geht wirklich was voran. Schwammnummer. Wenn ich nicht dran glauben würde, ich würde das hier nicht machen. Ich weiß das zu schätzen. Wir sind hier noch auf Handarbeit und kleine Serien spezialisiert. Die kleinen Prospekte in die weißen Umschläge. Der Rest in die braunen. Nichts knicken oder beschmutzen. Spitzenleute brauchen 3 Sekunden. Das sind 20 in der Minute, 1200 in der Stunde. In der ersten Woche verlange ich nur 50%, in der zweiten 75%, in der dritten müssen wir auf 100 sein. Sonst lohnt sich das nicht. So, liebe Frau Block, ich würde mich auf Folgendes kaprizieren. Wir werden A, das Vorsorgemodell Ihren optimalen Ansprüchen anpassen. Eine private Krankenversicherung macht in Ihrem Alter keinen Sinn. Sie haben ja die Heilfürsorge. So, kein Problem. Bei einer eventuellen Notoperation lässt sich das mit einer kleinen Zusatzversicherung mühelos abdecken. Sie sagen ja selbst, dass Sie in einem ganz passablen Zustand sind. Und so könnten wir das machen. Auf der Grundlage des Bescheids vom Landesbesoldungsamt wären das inklusive Zahnersatz- und Bestattungsprämie, Moment, genau 4,25% mal 43 sind 382,22 €. Davon tragen Sie dann, dank unserer Leistung, 74,7% sind 276,34 €. Gemessen daran, was andere Leute in Ihrem Alter zahlen, geradezu absurd. Und Frau Block, was sagen Sie nun? Können Sie nicht noch ein bisschen bleiben? Ich habe die Nachricht schon verstanden. Ich lasse Ihnen das alles mal hier, dann können Sie sich unser Angebot ganz in Ruhe durchsehen. Die Zeit haben Sie ja. Entschuldigung, Frau Block, wo ist denn hier Ihr Örtchen? Dankeschön. Herr Martensen, wie geht es Ihnen? Naja, wir haben hier noch ein paar unaufgeklärte Russen liegen und auch sonst lässt ja die Gewaltbereitschaft nicht unbedingt nach. Also Sie wollen mir doch jetzt nicht absagen? Nein, wie komme ich denn dazu? Kultur ist doch das Größte. Ich bin doch geradezu besessen davon. Das will ich aber auch hoffen. Sollen wir vorher noch einen kleinen Drink bei mir nehmen? Mit oder ohne Krawatte? Das muss ein Mann schon selber entscheiden. Also, bis später. Ja, unbedingt. Die düster und schroff wirkende Architektur dieser kerkerhaften Innenwelten hat die Fantasie der Betrachter zu immer neuen Interpretationen gereizt. Ihre unterschwellig spürbare existenzielle Bedrohung ist von immerwährender Präsenz. Was sollen wir denn hier machen? Zuhören. Zeigen Sie mal ein bisschen Interesse. Wie friste ich im Moment mein Leben? Mit was? Unterschwellig spürbaren existenziellen Bedrohungen. Das Thema dieser Ausstellung behandelt die Gegenüberstellung großer künstlerischer Visionen mit den für uns immer noch unbekannten Innenwelten verschiedener Strafgefangener. Sieht ja
darüber gehen. Er ist Professor. Freund von meinem Ex. Dem Seeler? Wenn die Liebe gestorben ist, muss man sie begraben. Was dagegen, wenn ich uns was zu trinken hole? Wenn es niemanden hier stört. Entwickeln das Ganze in einer unglaublichen Monumentalität. Man sieht. Menschen, wie er gezeichnet hat, was für gigantische Perspektiven er meint. Das sehen wir auch da drin. Fast industriell wirken wir Schiffbau, ihre Gebäude, mit ihrem Mensch perspektivisch wünschen. Selbstverständlich darf man hier nicht dieselben Maßstäbe anlegen. Vor allen Dingen nicht, wenn es um technische Details geht. Ausdruckskraft der Exponate. So kann man ganz erstaunliche Entdeckungen machen. Gerade wenn man bedenkt, dass es doch bei Kunst am Ende immer darum geht, etwas vom Leben zu erzählen, kann man hier geradezu exemplarisch. Der Hacke. Meine Güte, Wurm. Oha. Diesen Blick kenne ich doch. Das ist eine Luft zum Schneiden. Ach, Bella. Man hat ja sonst nichts. Geräuchertes Fleisch und sowas kennst mich. Was kann ich für dich tun? Du erinnerst dich denn noch an den Fall Holger Thum? Oh. Wer tut das nicht? Da würde ich gerne mal reingucken. Wie bitte, was? Wie soll das gehen? Inoffiziell. Immer noch von hinten durchs Knie und dann mitten zwischen die Augen, was? Man-killing ice. Aufnahme der Aussage Helen Peters vom 23. Mai 1992. Frau Peters, fühlen Sie sich in der Lage, meine Fragen zu beantworten? Zwischen dem Schließen der Tür und den tödlichen Schüssen auf Ihre Eltern sind ungefähr 30 Minuten vergangen. Was passierte da? Versuchen Sie zu sprechen. Ich darf mal draußen! Den Teufel wirst du! Mann, ihr habt doch was versprochen! Das wüsste ich aber, du... Henry, jetzt hör doch mal auf zu toben! Ich krieg dich sonst nie ins Bett! Wo bist du lang? Wo hast du dich verstanden? Der Mitspiel! Nein. Ich der wird mit. Nein. Ich der war dahin. Ja, das hast du dir so gedacht. Gibst du mir deine Nase? Oder deinen Hals? Ich will da nämlich jetzt mal rein. Ich will Dr. Chappell. Du bist ein Eigentum. Blöd, Mann. Wer hat das gesagt? Ich nicht. Aha. So, meine Süßen, jetzt geht's ab ins Bett. Nein, ich gehe auch noch ins Bett. So? Nicht? Komm, mein Süßen.
du mich liebst, hab mich den Mund gefragt. Doch. Hab ich den Wind gefragt, weil geht es geschrien. Die Block, die große Frau Block. Wie sagten Sie, für Sie habe ich immer ein Schälchen mit Wasser und frisches Brot. Sie sehen ja, wohin das geführt hat. Vielen Dank, dass Sie mich so schnell empfangen haben. Hier entlang, bitte. Setzen Sie sich. Ist das der Delinquentenstuhl? Ja, für Übeltäter aller Art. Das letzte Mal, als wir sprachen, haben Sie meine Diplomarbeit zu müssen. Also, das ist aber schon eine Weile her. Wie war das? Frauen im Polizeiberuf sind gefühlsbetont, temperaturgesteuert und kaum fähig, sich von einem Fall zu lösen. Ich meine, das ist doch starker Tobak, Herr Kollege. Naja, die Wahrheit ist immer stark, Frau Block. Das wissen wir doch beide. Und Sie wissen auch, dass ich Ihnen hier offiziell so gut wie gar nichts, absolut gar nichts liefern kann. Also, das glaube ich nicht. Holger Thum ist ein Mann, mit dem ich mich sehr, sehr beschäftigt habe. Und ich weiß genau, was in Ihnen vorgeht. Ach ja? Ich nicht. Dieser Mann hatte 9 Jahre lang keinerlei Austausch mit niemandem. Ein schwarzes Loch. Keine Reue, kein Häftlingstheater, aber der wirkliche Versuch, mit großer, großer Mühe Anschluss zu finden. Klingt gut. Sie vertrauen ihm? Nicht viel. Mein Pegel ist hier sehr gesunken. Aber dieser Mann hat wirklich viel in sich bewegt. Das freut mich für Sie beide. Frau Block, ich habe unendlich viel, aber vor allem eines bei Ihnen gelernt. Man sollte so lange zu seiner Meinung stehen, bis sie widerlegt ist. Also so ein Quatsch, habe ich mal gesagt? Sie haben mich geprägt, Frau Block. Ich möchte Ihnen etwas geben. Mein geliebter und geschätzter Sohn. Was ist das? Eine Fotokopie. Ein Brief seines Vaters. Er hat ihn kurz vor seinem Tod geschrieben. Das ist jetzt 8 Jahre her. Danach hat er sein Leben Stück für Stück verändert. Helen? Helen? Hörst du mich? Du, mir ist gerade ein Termin geplatzt. Wir könnten was zusammen essen gehen. Was meinst du? Das ist ja toll. Ah, warte mal. Flo ist schon draußen. Ich melde mich gleich zurück, ja? Bis gleich. Hallo, mein Großer. Mami, wir hatten heute schon 10 Minuten früher aus. Mami? Mami? Hey, sag mal, bist du mein Anwalt oder nicht? Ist mir egal wie, ich will das heute noch wissen. Das Spiel war aus dem Physikraum. Das passiert da jeden Tag. Die tragen die Sachen irgendwo hin und dann tauchen sie irgendwo wieder auf, am völlig falschen Platz. Helen! Ich habe mit dem Direktor gesprochen. Es war aus dem Physikraum. Nach der Tat war sie 9 Jahre in der Schweiz. Therapie. Dann hat ihr Mann das Familienunternehmen hier übernommen. Wann war das? Vor circa 8 Jahren. Und dann haben Sie wahrscheinlich das Haus bezogen. Ja, und geheiratet. So lange hat er gewartet. Ist das jetzt alles? Bella, Sie stöbern im Privatleben anderer Leute rum. Ist Ihnen die Situation eigentlich klar?
Sie wissen, dass ich Ihnen das alles gar nicht erzählen darf. Und auch die Handakte da drüben auf dem Tisch habe ich gar nicht gesehen. Und überhaupt will ich nur sehen, dass ich so schnell wie möglich wieder wegkomme, weil ich doch merke, wie es in Ihnen rattert und zischt. Mir kann es doch völlig egal sein, ob Sie Ihre Pension verlieren. Aber was mich persönlich angeht, Bella, da ist mir doch ein Disziplinarverfahren wahrscheinlich auch schon zu viel. Feigling. Ich mag es lieber friedlich, wenn Sie wissen, was ich meine. Sie wollten mir noch was mitbringen. Die Vernehmungen sind zurzeit nicht verfügbar. Verstehe. Trotzdem. Vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich immer, wenn ich Sie sehe. Sie waren unmittelbar nach der Tat in einem Lokal namens La Ola und haben 5 Ihnen unbekannte Leute zum Trinken eingeladen. Warum? Weil Sie da waren. Und Sie kannten keinen? Das ist manchmal das Beste. Erklären Sie das. Sie war schön. Wunderschön. Wer? Um was geht's? Um die Stimmung. Stimmung? Von welcher Stimmung sprechen Sie? Genau bitte. Sie können mir nicht folgen. Wieso nicht? Weil Sie keine Liebe kennen. Schon möglich. Nach circa 50 Minuten haben Sie das Lokal allein verlassen und sind dann zu dem Überlandkanal gefahren. Was passierte dann? Ich habe mich, wie Sie es nennen, der Waffe entledigt. Wie? Genau. Ich habe Sie im hohen Bogen in den Kanal geworfen. Hey, Sie! Sie! Was machen Sie da? Das Ufer ist weich, da können Sie reinfallen. Richtig ab, Alter. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Hören Sie schlecht? Gehen Sie mal schön ein Stückchen zurück. Ja, ja, ja. Ich komme rauf. Das gibt's ja wohl gar nicht. Sie meinen, es gibt keine Chance mehr, den Revolver zu finden? Können Sie vergessen. Ihre Froschmänner sind damals auch gleich wieder raus. Das war ja damals sowieso nur so eine Proforma-Sache, ne? Ach so, Sie meinen, also, die haben gar nicht richtig nach der Waffe gesucht, oder? War ja vor meiner Zeit. Aber mein Kollege, der hat von der ganzen Geschichte da erzählt, ja, der merkt sich alles. Den können Sie fragen, wonach Sie wollen. Das liegt Jahre zurück, der weiß es. Na gut, dann kann ich mich ja nochmal an den wenden. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Ja, wenn sich was ergibt, dann rufe ich an, ne? Ja, danke. Ja, tschüss, tschüss. Tschüss. Möchten Sie Glanz oder Matt? Nein, kein Lack. Ich fühle doch den ganzen Tag in Blumenerde rum. Wie viele Kunden haben Sie denn? Naja, ich habe da so eine Art System entwickelt. Also ich gehe von Tür zu Tür und wenn mir niemand öffnet, dann lasse ich eben mein Kärtchen da. Man muss sich ja irgendwie seinen Kundenstamm aufbauen. Sagen Sie, wollen Sie wirklich keine Farbe? Ich hätte ansonsten auch noch Glitter, Sternchen, falls Sie eine Oper möchten. Nö. Kennt man gut? Also ich finde, das machen Sie wirklich sehr schön. Sie sind ja auch wirklich berühmt. Was, ich? Berühmt? Ja, jeder hier in der Ecke weiß, dass Sie mal bei der Kripo gearbeitet haben. Ach, im Ernst? Mhm. Wäre mir ehrlich gesagt viel zu viel Stress. Ja. Manchmal. Und was schön in der Schule? Hast du Spaß gehabt? Schön. Flo, komm! Flo, du komm doch endlich! Komm gleich! Flo, pass mal einen Augenblick auf deine Schwester auf. Geh mal Moment zu deinem Bruder, ja? Bin gleich wieder da. Flo! Yeah.
Hendrik, hallo. Tut mir leid, ich musste das hier erst zu Ende bringen. Aber jetzt bin ich für dich da. Ich habe ihn gesehen. Vor der Schule. Vor der Schule? Bist du dir da ganz sicher? Martin, was soll denn die Frage? Ich habe ihn gesehen. Und du hast dich nicht geirrt? Ich will die Polizei. Er ist zurück. Hendrik. Ist er wieder da? Seit wann weißt du das? Gestern. Warum sagst du mir das nicht? Hättest du mir doch sagen müssen. Ist doch nicht so schlimm. Also ich sag ihm so, ich bin noch da für dich, so Tag und Nacht irgendwie. Ich meine, muss er mich ja nicht gleich aufbrechen. Wenn er keins von denen, wie heißt denn immer Chicken Wings? Leider nicht. Ah, auch hungrig, ewig hungrig, diese Männer. Die Zeit, dass sie Frauen einfach so verspeisen können, schon seit 2000 Jahren vorbei. Sind sie verheiratet? Nein. Ich habe noch keine Gelegenheit. Hab ich mir gedacht. Das sind sicher Stier oder Widder oder Löwe oder irgendwie sowas Gewaltiges. Ich weiß gar nicht, wie viele Sternzeichen es gibt. Da müssen die 12 sein. Aber ich kenne die gar nicht. Ich weiß aber, dass es sicher 300 Milliarden Sterne gibt. Und dass alles, was hier zusammensetzt, wie Eisen und Sauerstoff und was weiß ich noch was, dass das auch in uns ist. Ich verstehe. Du siehst es so, dass alles irgendwie so zusammengehört, oder? Vielleicht. Sie sagen also, Sie haben an beiden Tagen ganztägig von 9 bis 18 Uhr hier gearbeitet? Ja. Hier, auf diesem Gelände? Ja. Oder haben Sie das Gelände zwischendurch verlassen? Nein. Gibt es dafür Zeugen? Jederzeit. Sie können mein Schiff fragen. Ja, das muss ich dann noch tun. Sie verstehen, dass ich Ihnen damit nichts unterstellen will. Ja, das ist kein Problem. Aber es scheint irgendwie jemanden zu geben, der was gegen mich hat. Zu Ihrem Chef da lang. Das ist doch absurd. Ich habe ihn gesehen. In diesem Fall müssen Sie sich getäuscht haben. Martin, kann sowas sein? Darf sowas passieren? Solange er sich nicht zu Schulden kommen lässt, können wir absolut nichts tun. Aber ich kann was tun. Ich kann zum Beispiel mein Haus verkaufen, etwa 300 Leute entlassen, meine Firma auflösen und sie in Polen neu aufbauen. Ich könnte mich auch von meiner Familie trennen und sie nach Südafrika ins Exil schicken. Ist doch grotesk. Hendrik, Atom hat seine Strafe verbüßt. Er ist ein freier Mann. Damit müssen wir leben, ob es uns gefällt oder nicht. Womit ich lebe, das entscheide ich. Oder meine Familie. Sonst niemand.
War Ihnen Herr Thurm sympathisch? Wir haben uns einfach gut verstanden. Einige Tage später hat er wieder auf Sie an der gleichen Bushaltestelle gewartet. Was passierte da? Er hat einen Welpen dabei, ganz klein. Den wollte er mir schenken. Können Sie das näher beschreiben? Das war sehr überraschend. Und unangenehm. Ich wollte es nicht. Wie hat er reagiert? Enttäuscht. Ich wollte so schnell wie möglich nach Hause. Er sagte, ich will ihm nicht zu nahe treten und hat sich immer wieder entschuldigt. Mein Vater sah ihn und sagt, er soll sich hier nie wieder blicken lassen. Und plötzlich war ein Revolver in seiner Hand. Er zwang uns nach innen und zwischen dem Schließen der Tür und den tödlichen Schüssen auf Ihre Eltern sind ungefähr 30 Minuten vergangen. Was passierte da? So schnell? Das haben Sie nicht erwartet, was? Meine Meinung ist unverändert. Aber wenn es auch nur irgendeinen Grund für Ihre Bedenken gibt, will ich nicht der sein, der hier was verbockt. Ein Dictionary? Aus unserer Bibliothek. Holger Thurm wollte es bei seiner Entlassung unbedingt haben. Als der Leiter ablehnte, wollte er es sogar kaufen. Aha. Er hat sich über Jahre exzessiv mit der Bedeutung einzelner Worte beschäftigt. Das heißt, dass all das hier irgendwas mit seinem Denken zu tun hat. Ich wollte Ihnen das nicht vorenthalten. Was das im Einzelnen bedeutet, weiß niemand außer ihm selbst. Kann ich mir das mal ausleihen? Ja klar, ich habe alles kopiert. Wenn Sie schlauer draus werden als ich, sagen Sie mir doch bitte Bescheid. Holger Thurm war doch damals 30 Minuten am Tatort. Eine Zeit, in der seine Opfer bereits gefesselt und geknebelt am Boden lagen. Eine Spanne, die auch für mich etwas Neues war. Was ist da passiert? Überforderung, komplett. In dem Moment, wo er diese Gewalt losgetreten hat, gab es kein Zurück. Diese Situationen werden oft als ein einziges Rauschen beschrieben. Die Täter werden von der Dynamik der Umstände erfasst und aufgesogen. Könnte es nicht auch viel einfacher sein? Sie meinen was? Sadismus. Nackte Grausamkeit. Das ist ja toll, dass ich Sie erreiche. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, dass Sie für dieses Haus einen Passierschein brauchen und keinerlei polizeilichen Unterlagen in Ihrem Besitz nehmen dürfen. Das habe ich doch gar nicht. Und das Vernehmungsband von Helen Niemann, wo ist das? Das habe ich mir bloß geliehen. Wissen Sie, warum ich Sie mit meinem privaten Handy anrufe? Weil ich Sie und Ihren Glöckner von Notre Dame hier eigentlich anzeigen müsste. Jetzt halten Sie mal die Luft an, ja? Das ist mein absoluter Ernst! Ich glaube noch nicht wirklich, dass diese Waffe weg ist, oder? Oder? Bella, er ist frei. Es gibt keinen Fall mehr. Halten Sie sich da raus. Es wäre doch schön, wenn die Mordkommission einmal zuschlägt, bevor jemand rumliegt und sich die Radieschen von unten anguckt. Wieso bellen Sie mich denn jetzt so an? Jedes Verbrechen hat eine Architektur. Wir können sie nur nicht sehen. Und das ist das Verhängnis.
Von uns und von denen, die es trifft. Bella? Bella? Die ist ein Monster, das macht die nicht normal! Was ist damals passiert mit diesem Schrottfall? Fragen Sie doch einfach Frau Block. Fragen Sie doch Frau Block, sag mal, geht's noch? Was ist damals passiert? Setzen Sie sich mal hin. Sie hat das damals voll und ganz vergeigt. Ich meine, wir waren alle, jeder hier auf ihrer Seite. Aber dann sind ihr sämtliche Gäule durch. Sie hat sich eiskalt vor den Typen hingestellt, ihn einen lebenslangen Psychopathen bezeichnet. Dann hat sie sich umgedreht, ihm ein Glas Wasser mitten in die Fresse geschüttet und hat gesagt, wenn es nach mir ginge, dann würde ich dich jetzt ans Kreuz nageln. Die ist doch nicht ganz dicht. Damit war sie raus, wegen Befangenheit vom Fall abgezogen. Offiziell sind alle auf die Palme, inoffiziell hatte sie vollkommen recht. Mit was? Dass dieser Typ eine Zeitbombe ist. Ich wollte es mir hier so richtig schön machen, aber irgendwie fehlt mir im Moment die Energie. Ich habe noch Weißwein. Das war schon ein paar Tage offen, aber noch okay, glaube ich. Meine Mutter ist eigentlich ganz froh, dass ich hier los bin. Eigentlich denkt sie ja sowieso, es war meine Schuld. Ist immer in der Welt passiert. Wenn ich in eine Leiter umfällt, was ich... Ich war aber auch mal in Roy Black verliebt. Cheers. Ich hole mir was zum Knabbern. Könnte das alles genauso gut sein lassen? Ich könnte auch sagen, ich habe keine Ahnung, also kümmert es mich nicht. Bella, er ist frei. Es gibt keinen Fall mehr. Halten Sie sich da raus. Ich wollte Ihnen einfach zeigen, dass dieser Mensch damals wie heute alle betrügt und manipuliert, wie es ihm gefällt. Du musst doch jetzt dazu sagen. Wir können nichts machen. Wir haben nichts in der Hand. Er verwirrt uns alle, Martensen. Das ist sein System. Ah, Henry, come stai? Bene. Du hast Pardon? Ja. Hast du gewartet? Ja, ein bisschen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es bei uns brummt. Das ist ein Riesenrad, den wir da drehen. Ich weiß, man darf ja sowas heute gar nicht mehr laut sagen, aber wenn das so weitergeht, dann steht bald in jedem chinesischen Dorf ein Gabelstapler. Und zwar von uns. Du sprichst hier geradezu vor Glück, hä? Ja, um ehrlich zu sein, ja. Weißt du was? Du siehst so schön. Guck mal, was ich gefunden habe. Für Charlotte. Das haben sie runtergesetzt. Das ist nicht süß. Signori, che cosa prendete? Ja, ich nehme das Tatar. Und, Helen? Hallo. Danke. Il Fortunati. Wie glücklich heißt es. Wir müssen irgendwie
Prosecco oder Bloody Mary oder sowas trinken. Steak und Ei. Verschwinde von mir. Verschwinde und näher dich nie wieder meiner Familie. Sie irren sich. Ich bring dich um. Ich bringe dich um. Ich schwör dir, ich bringe dich um. Wer war denn das? Ich weiß nicht. Wie, du hast den jetzt gar nicht gekannt? Nein. Nimm den Steinbutt. Das Rind ist gut hier. Das war so ziemlich das Schlechteste, was passieren durfte. Das war kein Zufall. Genauso wenig wie vor der Schule. Das hat System. Henrik, was ist, wenn der heute zur Polizei geht und dich anzeigt? Nötigung, Körperverletzung und was sonst noch anfällt. Und das wäre mal der Anfang. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommen die Meldungen. Und am Abend kennt jeder Idiot in dieser Stadt die Geschichte deiner Frau. Willst du mir sagen, dass ich meine Frau nicht mehr beschützen kann? Ich will dir gar nichts sagen. Ich will nur vermeiden, dass jeder Idiot in dieser Stadt eure Geschichte kennt. Kauf ihn raus. Wenn er so drauf ist, wie du sagst, wirst du ihn nur provozieren. Ich würde das auf keinen Fall tun. Gib ihm, was er braucht und schaff ihn weg. Hendrik, wer sagte überhaupt, dass dieser Mann irgendetwas von euch will? Ziehen weg, Hendrik, bevor es zu spät ist. Niemals. Mach jetzt keinen Fehler, Hendrik. Du ahnst nicht mal, zu was dieser Mensch in der Lage ist. Na los, kommt, rennen mit euch! Ich bin die Erste! Und anschnallen! Wer holt uns heute ab? Christina. Hendrik. Ah. Vielen Dank, dass du mir das heute abnimmst. Leg dich mal gleich wieder hin. Thank you.
weiß, warum Sie hier sind. Sie möchten, dass ich von hier weggehe. Es ist völlig egal, ob Sie hier oder ich woanders bin. Sie können in Frieden leben. Oder glauben Sie, ich will, dass jemand wie Sie vor mir wegläuft? Bleiben Sie ruhig in dieser Stadt. Wie war dein Tag, Helen? Wo warst du denn heute Abend? Ich konnte dich gar nicht erreichen. Ich habe eine Freundin getroffen. Von früher. Hattet ihr eine gute Zeit? Ja. Verstehe. Zum Wohl, Frau Block. Ihr Name ist Block, das muss ich mir jetzt endlich mal merken. Sie haben gar nichts mehr in Ihrem Glas, Frau Block. Dann müssen wir etwas bestellen. Ich glaube, wir haben genug. Renzo! Renzo! Wie lange sollen wir eigentlich noch warten? Was wollen Sie von mir wissen, Frau Block? Ich habe eine gute Ehe. Und wissen Sie, was ich darunter verstehe? Vertrauen. Haben Sie jemanden, dem Sie vertrauen? Ich habe mich mit Ihnen verabredet, Herr Niemann, weil ich etwas von Ihnen wissen muss. Warum ist Ihre Frau dorthin gefahren? Ich habe es ihr gesagt. Ah ja. Dann hat sie Ihnen auch erzählt, worüber dort gesprochen wurde. Ja. Doch genauso, wie ich es gesagt habe. Der Behördenleiter hat sofort abgelehnt. Kein Personenschutz. Denn niemand kann trinken, so viel wie er will. Aber es besteht keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Ich weiß. Ich habe ja auch nichts zu bieten. So ist es doch, oder? Bella? Lass locker. Nicht wirklich. Bella, 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 Marie. Die Kutteln sind ausgezeichnet. Normalerweise kriege ich von sowas Verdauungsprobleme. Aber seitdem ich dieses neue Mittel habe, ist das im wahrsten Sinne des Wortes wie weggeblasen. Was verstehst du unter Vorsehung? Vorsehung? Bestimmung. Ich würde sagen, etwas, dem man nicht entrinnen kann. Warum? Guck mal rein. Bellen. Face. Jede Menge Wörter in verschiedenen Farben. Nur die blauen. Die sind seltener. Und was bedeutet das? Weiß ich auch nicht. Und weil das so ist, habe ich mir ein Spielchen gemacht und nur die Anfangsbuchstaben aufgemalt. Und die ergeben ein Wort. Providence. Ja, guck mal rein jetzt. Guck mal da.
Providenz. Fürsorge, Picket. Ah. Vorsehung. Habe ich ja gesagt. Das ist aber nicht angestrichen. Vielleicht hat das einen Grund. Ja. Und? Kann ich jetzt trotzdem weiter essen? Bitte. Flower, Blume in Blüte sein, forever ingredient, license, Gras, Rosen, verdammt nochmal! Es ist der beste und loyalste Mensch, der mir je begegnet ist. So hast du doch gesagt, oder? Die Leute haben sich alle gewundert, warum eine Braut eine Rede auf ihren Mann hält. Jeder wollte es vermeiden. Deine und damit natürlich auch meine Geschichte zu erwähnen. Und plötzlich standst du da. In deinem weißen Kleid. Und du sagst, ich habe jetzt keine Eltern mehr. Und deshalb wende ich mich an meinen Mann. Den besten und loyalsten Menschen, dem ich je begegnet bin. Wie viele Monate und Jahre hast du eigentlich geschwiegen, Helen? Das müssen ganz schön viele gewesen sein. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass in deinen Gedanken irgendetwas anderes existiert, als wir hier. Vielleicht gibt es ja irgendetwas in dir, wo ich nie hingekommen bin. Wer weiß? Und vielleicht konnte ich dir ja viel weniger helfen, als ich dachte. Ich habe alle diese Bücher gekauft, wo genug über diese traurigen und wirren Verbindungen drinsteht. Ich habe sie alle gekauft, aber ich habe sie nie gelesen. Und weißt du warum? Weil ich davon gar nichts wissen will. Diese Dinge da, zwischen Tätern und Opfern, das ist pervers. Und da ist Schluss. An dieser Tür, da ist Schluss. Hier geht es um das Haus und um die Kinder. Ich gehe nach oben. Bleib sitzen! Ich bin dir gefolgt, Helen. Und das war ein ziemlich beschissenes Gefühl. Sag mir jetzt und hier, was hast du mit dieser Kreatur zu sprechen? Was? Oder gibt es da noch was?
Und deine Mutter? Wie haben die sich kennengelernt? Sie hat sich eines Nachts verwählt. 2 Minuten später hat sie wieder angerufen und gefragt, zu wem denn diese schöne Stimme gehört. 9 Monate später war ich auf der Welt. Und wo ist sie jetzt? Sie kam mit dem Norden und dem Wetter hier nicht zurecht. Kann ich verstehen. Was war denn da drin? Stinkt nach Öl. Alte Bestände. Jetzt wieder. Manchmal hast du echt so einen dermaßen intensiven Blick. Du hast mich kein einziges Mal gefragt, was der Mann neulich im Restaurant von mir wollte. Warum? Ich hatte 2 Jahre lang ein Verhältnis mit dem Mann meiner besten Freundin. Darüber rede ich auch nicht gern. Irgendwie würde ich jetzt doch gern wissen, was du gemacht hast. Frag den Chef. Der weiß alles. Der Revolver bei ihr. Sie oder er. Sie oder er. Sie. Oder er, oder du! Papi hat mich angesehen und hat genickt. Und ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich habe genickt. Ja, ich habe genickt. Ich habe genickt. Da kann mir niemand helfen. Da kann mir niemand helfen. Da kann mir niemand helfen. Auf, du mich. Thank you.
Ja, ich habe mich bei Ihnen umgesehen. Ich bin bei Ihnen eingedrungen. Das kann mich meine Pension kosten. Das hier wollten Sie doch unbedingt haben. Sie haben dieses Bild versteckt. Und das ist kein Zufall. Genauso wenig wie es Zufall ist, dass vor 8 Jahren, als dieses Paar zurück in diese Stadt kam, ihre große Menschwerdung begann. Sie sind in der Vergangenheit geblieben, Frau Block. Ich habe Ihren Namen nicht vergessen. Können Sie mir sagen, warum ich mich freue, dass Sie hier sind? Sie brauchen Gesellschaft. Nur das Allernormalste. Das Normalste? Was soll das sein? Zu erkennen, dass das Leben und bestimmte Menschen ein ganz besonderes Geschenk sind. Und warum nehmen Sie es dann nicht an? Sie haben die Möglichkeit, ich weiß nicht wie viele von diesen Menschen, zu retten. Ich kann Sie nicht verstehen. Sie meinen wohl, vor mir zu retten. Ja. Ich habe Sie immer für einen absolut aussichtslosen Fall gehalten. Ein Übel. Aber ich wäre kein Mensch, wenn ich nicht versuchen würde, uns beiden eine... Was? Ja, eine Chance zu geben. Ich bin hier, um Sie zu bitten. Das haben Sie doch längst verstanden. Ich habe den Brief Ihres Vaters viele Male gelesen. Und ich habe mich gefreut, dass er den Mut hatte, Ihnen mit seinen Worten so viel Liebe zu geben. Und da habe ich mich gefragt, wenn dieser Mann so an Sie glaubt, woher nehme ich dann das Recht, es nicht zu tun? Ich habe sehr große Angst vor Ihnen, Herr Thurm. Und das wird sich wohl auch nicht ändern. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass wann immer Sie meine Hilfe brauchen, Sie auf mich zählen können. Könnten Sie mich einmal ansehen? Das ist die Wahrheit. Guten Tag, Frau Block, hier ist Schimak. Hallo. Ja, ich soll Sie von Herrn Thurm grüßen. Sie haben ihn mächtig beeindruckt. Es hat ihn sehr gerührt, wie sehr Sie sich um ihn bemüht haben. Naja. Doch. Er sagte, er hätte keines Ihrer Worte vergessen. Jedenfalls haben wir uns gedacht, es wäre das Beste für alle Beteiligten, wenn er mal für eine Weile verreist. Glätte die Wogen. Und wohin? Er war noch nie im Süden und ich habe nur was für Sardinien gekriegt. Ich dachte, er soll mal was Angenehmes sehen. Das ist ja schön, Ja, das war's ja auch schon, Frau Block. Danke, tschüss. Wiedersehen. Frau Block, hier spricht Lein Ganke.
der Schleusen war. Ich hatte noch mal mit meinem Kollegen gesprochen. Und an dem Tag, wo Sie sagten, wo der da seine Waffe reingeworfen hat, da hatten wir da abgesperrt, da war gar kein Wasser drin. Sie meinen, es war alles trocken? Ja, das war wohl damals untergegangen. Guten Abend, Kriminalpolizei Hamburg, Hauptkommissarin Block. Ich möchte eine Auskunft haben über den Flug 19.50 Uhr Hamburg-Sardinien. Ich müsste wissen, ob sich unter den Passagieren ein Herr Holger Thom befindet. Nein, Thom. T-H-O-M. Nein, ich bin dran. Ist nicht in der Maschine. Eine Sekunde bitte. Hallo? Hendrik? Mami? Ich kann nicht schlafen. Du kannst nicht schlafen, mein Schatz. Was machst du denn, Mann, mein Schatz? Ich hab versucht, einen Kuschel auszumachen. Aber als ich es versucht habe, hab ich es nicht geklappt. Jetzt versuch es nochmal. Hendrik? 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 Wo bist du denn? Ich bin nicht ganz fertig geworden. Mit dem Boot war ich nicht mehr ganz sicher, was sie mögen.
Ich habe 3 Sorten besorgt. Schwarz, Grau und Korn. Haben Sie was dagegen, wenn Sie sich zu mir setzen? Ich habe gerade gelesen, dass sich die Leute heute für nichts mehr Zeit nehmen. Wie ist es Ihnen all den Jahren gegangen? Haben Sie keine Fragen an mich? Haben Sie dieses Haus gesucht? Es wäre schön, wenn ich Ihre Stimme hören kann. Haben Sie es eingerichtet? Nein. Mein Mann. Sie können jetzt mit mir vielleicht einen Schluck trinken. Bei mir in der Zelle war ein Juwelier. Er ist eines Tages aufgestanden und hat seine Frau umgebracht. Wissen Sie warum? Keine Ahnung. Sie wollen das jetzt nicht. Oder ist es vielleicht so, dass Sie gar nicht mit mir sprechen wollen? Wissen Sie, was ich gedacht habe, als klar war, dass Sie wieder da sind? Es gibt keinen Zufall. Ich musste ihn nicht mal nachweisen. Ich musste gar nichts tun. Das war, was mich in dem Moment so gefreut hat. Verstehen Sie das? Ich habe Ihre Kinder noch nicht wirklich kennengelernt. Mami, wo bleibst du denn? Du sollst ins Bett gehen. Geh ins Bett. Du sollst ins Bett. Mein Name ist Holger. Wo ist Papi? Er kommt gleich zurück. Leg dich wieder hin. Mach es.
Sie wissen natürlich, warum ich hier bin. Nein. Sie wissen, dass ich Ihnen das Leben geschenkt habe. Sehen Sie das auch so? Wissen Sie, warum ich das getan habe? Weil ich mich dann darauf freuen konnte, sie eines Tages wiederzusehen. Haben Sie mal daran gedacht, dass das, was uns zusammengebracht hat, nichts mit Ihren oder meinen Entscheidungen zu tun hat? Wir können das, was uns passiert, nicht einfach so aussuchen. Nicht einfach so. Ich verstehe Sie nicht. Sie wollen das nicht wahrhaben, dass Sie nur geboren sind, um mir zu begegnen, so wie ich geboren bin, um sie zu treffen. Als ich circa 16 war, war ich auf so einem Müllplatz für alte Haushaltsgeräte. Und habe mir einen Kühlschrank besorgt. Ich habe ihn fertig repariert und dann, als ich ihn angestellt habe, war da so ein komisches Klappern. Und ich dachte, Scheiße, was ist das jetzt? Ich mache das Kühlfach auf und da war so eine Küchendose. Und in der Dose war das hier. So ist das. Gehen Sie jetzt. Nein. In Wahrheit habe ich sehr oft an Sie gedacht. Ich glaube, jeden Tag. Wenn ich Ihnen etwas schenken würde, würden Sie es dann annehmen? Ich werde Ihnen bei allen in Ihrem Leben
Mein lieber und geschätzter Sohn, ich weiß, dass dir kein Mensch das, was du getan hast, jemals vergeben wird. Und auch ich war dazu nicht in der Lage. Ich habe immer wieder von meinem Jungen geträumt. Und dann war alles so schrecklich, dass ich, auch wenn ich es gewollt hätte, niemals ein Wort mit dir hätte wechseln können. Erinnerst du dich, als ich dich einmal im Schullandheim vergessen habe und wir den ganzen Tag nach dir suchen mussten? Du hast dich auf einem alten Kran versteckt und konntest dich nicht mehr bewegen. Ich habe dich runtergetragen und habe dich dann, wie so oft, in den Arm genommen und dir gesagt, das kommt nicht wieder vor. Es war, als ob ich zu einem Stück Holz sprechen würde. Aber dann hast du dich herumgedreht und dich an meinem Gürtel festgehalten. Wir haben das beide nicht vergessen. Und so soll es sein. Es geht mein Leben zu Ende. Und auch wenn es mir unmöglich ist, dir zu verzeihen, möchte ich dir sagen, dass ich dich immer liebe und bei allem, was du tust, als ein Freund begleiten werde. Von ganzem Herzen, dein Vater. Das sind ja wirklich schöne Zeilen. Ja. Und auch schöner wäre es, wenn er sie auch wirklich geschrieben hätte. Er hat das alles erfunden. Sein Vater hat sich keine Minute um ihn gekümmert. Ich habe das alles längst gewusst. Und trotzdem dachte ich, wenn ich zu ihm spreche, vielleicht hört er mich ja. Vielleicht ist doch nicht alles so, wie ich es immer befürchtet habe. Sorry. Ich habe das nicht gepeilt, Bella. Ich habe das einfach nicht gepeilt. Guten Tag. Tag, Frau Block. Tag. Ich war gerade bei Ihren Nachbarn und da dachte ich, wo wir doch so einen guten Kontakt miteinander hatten, schaue ich schnell noch mal persönlich rein. Ich hoffe, ich störe ja nicht. Die Tür war offen. Ich komme ja sonst nicht einfach rein. Also ich mach's auch kurz. Erinnern Sie sich noch an unser 276-34 Modell? Oder hören Sie Ihr Telefon nicht mehr ab? Sie müssen doch mindestens 5 Anrufe von mir haben. Ganz kurz, Moment. Wenn wir den Zahnersatz beibehalten und die Bestattungsprämie einfach mal streichen, dann liegen wir nicht mal bei 276,34, sondern bei 234,76. Das sind 41,58 weniger. Hm? Frau Block, das ist doch mal ein Wort. Lieben Sie Kutteln? Frau Block, wie geht's denn so? Alles gut heute? Ja, danke, kann nicht klagen. Und Ihnen? Ach, meine Chemo schlägt nicht an, aber man darf ja nie aufgeben, ne? Nein. Ja, die großen Wahrheiten.